Jetzt gibt es einen weiteren Input und diesmal von den wütenden Autobahnmieterinnen und Mietern. Hallo, wir sind Mieterinnen und wir sind wütend. Wir wollen euch nochmal aufmerksam machen, obwohl ihr sie teils bestimmt schon kennt, auf die schöne Berliner Liste, die es im Internet gibt. Im Sommer 2013 ging ein Rauschen durch die Berliner Blätterwald. Es hieß, Karpoten wollen mehr als 120 Ziele angreifen. Die für ihren investigativen Journalismus bekannte BZ teilt ihre Leserinnen mit, dass sie eine geheime Anschlagsliste der Linksextremen vorliege mit Adressen von Ämtern, Maklern und Investoren. Tja, liebe Leute, so geheim ist die Liste zum Glück nicht. Ganz öffentlich lässt sich unter der Internetadresse www.berlinerliste.lautblogs.org nachlesen, warum die Initiative Mieterinnen-Stress zurück in mühevoller Kleinarbeit Adressen sammelt. Gentrifizierung ist keine Naturkatastrophe. Sie wird gemacht, tagtäglich, von Menschen und auch von Menschen wie dir und mir. Wer wissentlich Verantwortung trägt für unsoziale Wohnraumverwertung, der oder die soll sich auch öffentlich verantworten müssen. Da dies im kapitalistischen Alltagswahn nicht vorgesehen ist, müssen wir eben von unten nachdenken. Wir wollen dieser Initiative jetzt aufnehmen. Der Aufruf heißt es, Zitat, der Immobilienmarkt in Berlin boomt in diesen Zeiten. Während Hotelinvestments, Neubaulofts, Luxussanierungen und Privatisierungen den Hausbesitzenden fette Profite bescheren, zahlen genau diese Rendite die Mieterinnen dieser Stadt. Die Eigentümerinnen werden immer reicher, dass sie mehr Miete verlangen und den Menschen mit geringem Einkommen bleibt noch weniger als ohnehin schon. Das Recht auf Eigentum ist in der kapitalistischen Stadt wichtiger als das Recht auf Wohnen. Viele werden verdrängt. Circa 20 Zwangsräumungen gibt es täglich. Und das in diesem sogenannten so bunten Berlin. In Zeiten der internationalen Krise scheint eine Investition in Wohnimmobilien leider als verhältnismäßig sicheres Geschäft. Noch, denn die kapitalistische Stadt funktioniert so lange reibungslos nur, wie die einzelnen Beteiligten ungestört zusammenarbeiten können. Und genau da liegt der Ansatz dieser Liste. Wer sich als Teil der antisozialen Stadtumstrukturierung hervortut, kommt auf die Liste. Ob ein negatives Outing in der Nachbarschaft, das kollektive Überreichen eines Protestbriefs, eine kreative Fassadenumgestaltung eines Büros, ein Sit-in oder ziviler Ungehorsam bei einer Räumung, wir sammeln alles auf dieser Liste, was den Druck auf die Gegenseite erhöht und unseren Dissens sichtbar macht. Zitat Ende. Schon etliche Gruppen haben sich inzwischen an dieser Berliner Liste abgearbeitet. Erst diese Woche kam es zu einem Go-In bei 5 verschiedenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften, die immer noch Zwangsräumungen durchführen. Andere der aufgelisteten Akteurinnen aber warten bis heute auf unseren Besuch. Erkundigt euch bei euren Stadtteilinitiativen, achtet auf Ankündigungen, wir sehen uns. Am liebsten wollen wir mit euch in diesem Winter noch viele dieser Gelisteten besuchen. Die Häuser denen, die sie brauchen.